Meine lieben Geisterjäger, wir haben letztes Mal ziemlich ein Randale gemacht und das ist das eine Feuerachse oder ist das eine Feuerlöscher? Will ich haben. Okay, das war keine gute Sache. A, hat es mich verletzt. B, haben sie uns dafür 42 Pfeifen abgezogen. Aber egal, wir interagieren jetzt mal. Wir müssen da, glaube ich, irgendwie rein und das ist alles ganz... Schießen. Entlüften. Ray, würdest du vielleicht mal ein bisschen schießen, Kollege? Ist da nur einer? Okay. Mensch. Es ist... Aber schön hier, ne? Das ist... Beeil dich mal, Tiger! Ja, ich Tiger. Ich bin der Tiger. Okay, Tiger. Los geht's! Hallo, nun warte doch mal, Ray. Wir müssen so... Oh, Mann! Der Marshmallow, Mann! Hier oben herrschen wildes Durcheinander. Überall fehlen Teile des Gebäudes. Wir brauchen dich jetzt hier. Schön, dass ich gebraucht werde, aber diese Zuckerkugeln haben mich festgenagelt. Ich komme nicht dran vorbei. Die sind eklig und ungesund. Hab ich erwähnt, dass hier eine besonders holde Maid in Not ist? Naja. Bin schon unterwegs. Naja, das ist... Moment. Blau heißt Artefakt. Ja, geil. Cool. Weil, Freunde, glaubt mir, wir brauchen alle Kohle dieser Welt. Weg damit, Wir können aber wahrscheinlich nichts Neues kaufen. Wir können mal ganz kurz gucken. Können wir schon was... Oh, das ist der Bauarbeiter, den fand ich auch cool. Ektoplasma, haha, Fenster, haha, komm, Marshmallow. Das war der Fischer, ne? Ist okay. Nein. Okay, alles klar. Showtime. Nein! Hilfe! Nur die Ruhe, Miss. Ruhig, keine plötzlichen Bewegungen. Sie sind jetzt absolut sicher. Bewegungen! Plötzliche Bewegungen! Das bin ich sogar. Das ist wieder typisch... Nein, das... Oh, fuck. Habe ich ihn auch schon gescannt? Moment. Gescannt. So, okay, wir müssen entlüften. Ja, wenn ich diesen komischen Schuss mache, der ist zwar echt super effektiv, aber ich muss das Teil sofort danach entlüften. Ey, komm hier, komm. Nein, falscher Knopf. Entschuldigung, ich... Wow, wie vollgeschleimt sind. Kumpel, was für ein Blick, hä? Manhattan, ich liebe es. Ich auch. Ich liebe Manhattan. Okay, das ist ein bisschen kaputt, ich gestehe. Hm? Aber, wir schauen mal. Oh, hier ist eine Karte von New York. These little town blues are melting away. Im wahrsten Sinne des Wortes, die ganze Scheiße schmilzt hier gerade. If I can make it there, I make it anywhere. It's up to you, New York. Bam, bam, boobidi, bam, bam, boobidi. Moment. Scooter, wir müssen weiter, auf geht's. Ja, Scooter und dann mal Tiger, ich immer was anderes, Freunde. Alles okay. Hey, Dr. Baby. Bankman passt auf Sie auf, alles wird gut. Du hast doch nicht deinen Kaffee verschüttet, Peter? Ray, ich hatte Kaffee für uns alle. Aber die kleinen Monster haben ihn verschüttet. Was ist überhaupt mit diesen Dingern los? War das eine Manifestation von Gozer? Ja, vermutlich. Ja. Wäre möglich. Könnte sein. Wollen wir auf dem direkten Weg dahin oder lieber die landschaftlich schöne Strecke nehmen? Die Dame hat die Wahl. Da drüben ist eine Treppe. Los! Wow, ja. Elegant unter Stress. Wie Amelia Earhart. Gefällt mir bei Frauen. Okay, Kumpel, wir beide erledigen das schnell und leise. Und dir gefällt alles an Frauen, Peter. Das ist so. Ich fürchte, der Wackeltyp hat ziemlich gute Ohren, Ray. Okay, kann ich hier irgendwas machen? Okay. Flieh aus dem Gebäude. Okay, Ladies first. Peter, du kommst nach, ne? Oh Gott. Wir mussten, glaube ich, im ersten Teil des Films mussten sie... So kommen wir hier bestimmt nicht raus. Treppenstufen? Naja, eine Sekunde lang war es ein guter Plan. Ja, das stimmt. Okay, mal sehen. Was hat man gemacht, bevor es Stufen gab? Leitern? Oder ist man nur von Stein zu Stein gesprungen? Dann gehen wir nach oben. Gefühl. Damals hatten wir noch Flügel, ne? Bitte. Im ersten Teil mussten sie ja, glaube ich, auch im ersten Film. Da mussten sie auch, glaube ich, ewig lange, ich glaube, zwei Stunden oder so nur Treppen. Na hallo auch. Guten Tag, Herr Marshmallow. Ich hab den mal einfach gesehen. Tempo.
Okay, ich komme hier schon. Ich komme schon. Baby, bist du hinter mir? Ja, ja, du bist hinter mir. Nicht mehr lang, Kadett. Ja, ja, aber ich komme hier gerade nicht durch. Baby, du bist hinter mir, ja? Okay. Da lang. Ja, tja, hilft ein bisschen. Ja. Los doch. Such einen Weg, das Dach zu verlassen. PKE wieder verwenden. Oh Gott, alles rot hier, alles voller Geister. Okay, ich glaube, ich habe den gescannt. Habe ich die alle gescannt? So, Moment, hier. Ah, da sind ja diese Bauarbeitertypen, ne? Bauarbeitertypen, ey, du Bauarbeitertyp, mein Bett muss entlüftet werden. Pass mal auf, pass mal auf. Gibt's hier irgendwo schon eine Falle? Mitten ins Wespennest, Kumpel. Okay, Moment. Linke Taste schmettern, aber. Hat noch keiner hier eine Falle aufgestellt? Jetzt muss ich eine Falle aufstellen. Moment, X ist Falle. So, da steht sie. Das war bis Pittsburgh zu spät. Ja, bis Pittsburgh. Das habe ich gemerkt. So, den habe ich jetzt. Gleiches Team! Ja, gleiches Team. Pass mal auf, ich versuche hier gerade um die verkackte Falle zu kriegen. Moment, jetzt habe ich ihn verloren. Wo ist er? Kommst du wohl her, du kleiner Pillemann? So, okay. Aua. Jetzt sind schon zwei Fallen hier, okay? Komm, Loser! Moment, wo? Hey Mann, sind das viele! Ja, das kann man so sagen. Okay, ist er drin? Okay. Der kommt zu rennen! Okay, der ist auf jeden Fall drin. Moment, was? Bang, bing. Wo? Da oben ist ein Hubschrauber. Okay, ich hab wohl schon auf den Hubschrauber schießen. Das wäre euch ein bisschen sinnlos. Komm, das war bis Pittsburgh zu spüren. Ja. Wenn ich hier am Werk bin, ist es immer bis Pittsburgh zu spüren. Da rechts! Moment. So hoch komme ich nicht. Aha. Du tust ihm weh! Ja, das wollte ich auch gemeint haben. Wo ist er? Okay, dann sammle ich mal meine Falle wieder ein. Ach, da ist noch einer. Jetzt reinholen. Ich hab ihn. Wo ist die Falle? Jetzt sagt der Video, ihr habt eure Fallen auch aufgesammelt. Ihr müsst eine Falle schmeißen, vorne eine Falle. Okay. So, jetzt. Das hat wehgetan. Ja, das habe ich gemerkt. Und es geht auch in den Pegel. Da kommen noch mehr, verdammte Scheiße. Du sollst in den Pegel. Geh in den Pegel. Ja. Ich denke, wir haben eine... Da fühlt sich mein Wehwehchen doch gleich wieder besser. Ja, ich denke, wir haben so eine verkackte Blitzfalle gekauft. Das ist... Na, Baby, ganz allein hier oben auf den Dächern von... Noch mehr. Oh, der hat mir voll eine Mülltonne auf die Fresse geworfen. Das kannst du doch nicht bringen, Kollege. So, was mal, ich werfe schon mal eine Falle auf, die wir auf jeden Fall gleich brauchen. Wo ist der Penner? Der hat keiner. Wir spiegeln 45 eine Mülltonne an den Kopf. Über dir. Oh, komm her, du Sau. Wo? Mhm. Oh, wo kam der denn jetzt her? Ey, du Penner, das ist unglaublich, ey. Moment. Okay, den habe ich dabei, aber ich komme rein damit. Wenn flüchten. Okay, da ist noch einer. Irgendeine Bazin hat mir einen Mülltonne am Kopf geworfen. Das kann ich ja gar nicht gut leiden, Freunde. So, schmettern. So. Ja, jetzt hier. Geh ins Licht. Ja. Komm. In die Falle. Ja. Alrighty. Ich will keine Panik machen, aber wir haben den Marshmallow-Mann verloren. Starkes Signal. Wir haben den Marshmallow-Mann verloren, das ist ja schrecklich. Wie kann man denn den... Aber hier rumpelt es noch für 10, Freunde. Wie verloren? Hä? Was? Baby, was ist los? Hier ist es ja voll am Rumpeln, wie verloren. Kollegen? Ich kann mich gerade nur sehr schleppend bewegen. So,
wegen verloren. Hier, das ist der Penner. Ja, das ist so versucht. Das gemacht. Gute Arbeit, Leute. Ha, kostenlose Süßigkeiten für alle von der 54. bis zur 5th Avenue. Happy Thanksgiving. Ist schon da geht er hin, der böse Seemann, bis ganz runter auf die... Ah, nicht ganz. Er hat's nicht geschafft. Hey Ray, wenn dich drei Typen so groß wie dein Finger ein 30-stöckiges Haus runterwerfen würden und du wieder ganz hochklettern müsstest, um sie auseinanderzunehmen, wie sauer wärst du auf die Typen? Ich wäre verdammt sauer. Dazu kommt noch ein Zuckerrausch. Der riesige blau-weiße Typ, Mann, was auch immer, kommt schon wieder. Er klettert am Gebäude hoch. Überraschend, wie flink er ist. Man bedenke, dass er keine Knochen hat. Klebt das schön. Gute Nachrichten, wir haben den Supersperrer einsatzbereit und das Ecto 1 ist unterwegs. Könnt ihr den Marshmallow-Mann ein paar Minuten aufhalten? Wenn ein paar weniger als eine Minute heißt, dann ja. Hey, hat jemand gesagt, es wäre schon Pause? Keine Sorge, wir haben dich. Wenn du schon da unten bist, könntest du die Zuckerkugel nochmal über die Seite hauen? Wie ich schon wieder an das Laden Ghostbusters. Wieder eine Call. Moment, das Problem ist, diese Schüsse sind echt sehr, sehr effektiv. Aber. Alles klar, Sonnenschein. Bist du aber okay? Man du muss doch super viel. Und wir haben deinen Gürtel fest in der Hand. Ja, das da ist kommt super. Er. Das ist die super. Maximum der Manifestation. Man muss sofort. Ein wütender Klump, oh, okay. Dicht gepackter Marshmallows. Mann! Grill ihn, Häuptling! In vollen Strahl! Er hat recht, Zubi. Deine Gesundheitsversicherung beginnt erst in 89 Tagen. Warum? Noch mehr Minis. Wie viele kann der eigentlich generieren? Komm, das ist ein 19.000 Quadratmeter großen Marshmallow. Das ist unvorstellbar. Oh, ich hab dir daneben geschossen. Verdammte Kacke. Oh, der schleift mich voll. Das sind immer mehr. Ganz viele. Ganz viele. Viele bunte Smarties. Okay, das war ein guter Treffer. Denkst du nicht auch, Ray? Nochmal. Entlüften. So, okay. Entlüften und wupp. Entlüften. Boah, er hat uns schon wieder vollgeschleift. Nein. Okay, ich muss voll entlüften. Wir müssen auf jeden Fall Updates für dieses Ding haben. Das ist... Okay. Da kommt wieder hier. Viele bunte. Aufwertung kochen. Mach ihn mit deinen Bosonenpfeilen weich. Ja. Ich muss Bosonenpfeile. Ich. Oh nein. Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen was schießen, Freunde? Ich bin hier die ganze Zeit. Das ist so unglaublich. Ah, hallo. Entlüften. Der gute Marshmallow Mann. Da kommen wieder welche. Lande noch einen letzten, damit wir nach Hause können. Ja, wir können gleich nach Hause. Oh, da sind noch ganz viele Jungs. Oh, nein. Oh, Mann, komm, entlüfte das Scheißding. War da der Kacke. Oh, wie viele? Denk ihn mit Bosonenpfeilen ein. Ja, Alter, ich muss das mit die Viecher hier kaputt machen. Das ist unglaublich, was ihr von mir alles verlangt. Ich bin nur ein kleiner Stift, ein kleiner Anzugel. Ich hab's nicht gewollt, du warst mein Freund. Das war mein Nachtisch. Der Punktestand lautet Geisterjäger 2, Gosa der Gosaianer 0. Anscheinend bist du bereit für die Oberliga-Champ. Das war ich immer. Ray, Peter, sind in Position, Falle ist fertig. Wir sind bereit, den Marshmallow-Mann zu fangen. Wo ist er? Er ist die weiße Pfütze, durch die du gerade fährst. Ja. Ich hab's fertig gemacht. Das Timing ist knapp daneben, Egan, aber gut, dass die Falle wieder funktioniert. Ich hab den Marshmallow. Ich schätze, ich verdanke euch Jungs mein Leben. Sie ist sauber. Wie fühlen Sie sich? Ziemlich gut. Wenn man all die merkwürdigen Dinge außen vor lässt. Eigentlich ein ganz normal bescheuerter Tag im Büro. Hey, wissen Sie, ich vergesse nie ein Gesicht. Wir haben uns schon mal getroffen. Im Sedgwick Hotel. Sie haben mich damals abserviert wie kalte Suppe. Mein Name ist Elissa. Dr. Elissa Selvin. Ich bin und Dr. Peter Venkman. Dr. Spiegel. Das ist Egan. Ray.
Winston. Und ihn haben Sie getroffen. Mhm. Die Geisterjäger. Waren Sie je zuvor in diese Art von Quantentemporalriss-Ereignis verwickelt? Quanten was? Es heißt Lichtbogen, eine große Welle psychischer Energie. Ja, ich war im Museum. Eine Welle aus blauem Licht schoss durch das Gebäude. Und dann stand ich vor einem Zimmer in der 13. Etage eines alten Hotels. Das Sedgwick. Das Sedgwick hat keine 13. Etage. Es hat mich angezogen wie ein Magnet. Ich fühlte mich wie in einem Traum. Ich musste einfach hierher kommen. Hierher? Es ist mein Übergangsbüro, wenn ich in der Stadt bin. Ich wollte etwas nachschauen, nachdem ich aufwachte. Wir würden im Labor gern ein paar kurze Tests machen und Ihnen ein paar weitere Fragen stellen. Die erste wäre, gehen wir heute zum Thai oder zum Mexikaner? Wow, Dr. Venkman! Das waren fast 45 Sekunden ohne eine Anmache von Ihnen. Wollen Sie das nächste Mal auf eine ganze Minute gehen? Ein Doktor! Und so feurig! Ein feuriger Doktor! Gefällt mir das? Ja, mein Lieber, wir haben den Marshmallow-Mann zerstört. Das heißt, ich habe ihn zerstört. Das heißt, wir alle haben ihn... Es war auf jeden Fall ein harter Fight, Freunde. Ein harter Fight. Nun ja, wir sind jetzt wieder in der Einsatzzentrale und... Ich will noch mal ganz kurz was gucken, weil ich bin hier nämlich, glaube ich, damals irgendwie durch. Ich kann hier nicht mein... Aber hier bei den Klos waren wir noch gar nicht. Oh, was ist das? Moment. Ey, geh da rein. Ja, also das hat mir nicht böse, Freunde. Eine Dusche brauchen wir auf jeden Fall. Ne? Wir haben gerade so viel Scheiße irgendwie. Aber ich meine, hier wäre noch irgendwo ein Geist gewesen oder so. Ist ja nicht... Interagieren. Okay, er zieht nur ab, er macht kein Pipi. Gut, dann sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Leute. Dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie wir hier weiter vorgehen. Es ist ja einiges an Geistern da. Die Tonbandansage holen wir uns beim nächsten Mal. Da sind die Jungs, die machen gerade Tests, aber ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Vorbei. Wie gehabt, ab in die Rinne. In diesem Sinne, ich bin ganz aufgeregt, liebe Leute. Euer Geisterjäger 45 sagt, ciao, ciao.